Wie schon damals immer mal wieder zu Star Wars Battlefront 1 und 2 hat der offizielle EA Star Wars Account jetzt auch ein paar Infografiken veröffentlicht mit verschiedenen Statistiken, Fun Facts rund um Star Wars Jedi Survivor und was wir als Spieler alles erreicht haben. So ist zum Beispiel der meistgespielte Lichtschwert-Kampfstil immer noch das Einzellichtschwert, obwohl wir jetzt so viele Optionen haben, dicht gefolgt aber von den Doppelklingen. Die beliebteste Lichtschwertfarbe ist weiß, der Crewcut und kurze Bart die Lieblingscosmetics für Cal. Und während die meisten mit Jedi-Ritter auf der mittleren Schwierigkeitsstufe spielen, haben sich nur 4% an Jedi Großmeister herangetraut der höchsten Schwierigkeitsstufe. Über 9 Millionen Kills hat sich der Rancor reingesnackt, während wir als Spieler fast 2,9 Milliarden Gegner besiegt haben und gerade einmal 11,5% haben den legendären Poncho aus dem ersten Teil gefunden. Aber anscheinend stammen die Daten vom 5.5. Sprich, die ganzen Zahlen beziehen sich gerade mal auf die erste Woche nach Release und nicht, wie man eigentlich vermuten würde, jetzt wo es eben gepostet wurde, eben auf die ersten 4 Wochen bzw. auf den ersten Monat. Denn das setzt natürlich manche Werte, wie zum Beispiel die Kampfstile, auf jeden Fall in Relation, weil man eben zu Beginn nicht alle freigeschaltet hatte. Aber Hauptsache 100% lieben Turgle.